ihren Stroh zu Gold verspinnen. Ein Männlein half ihr dabei. Im Gegenzug wollte es ihr erstes Kind. Als der König am nächsten Morgen das viele Gold sah, heiratete er das Mädchen. Bald darauf gebar die Königin ein Kind. Und das Männchen erschien und wollte es sich holen. Doch die Königin bat abermals um einen Handel. Da sagte das Männlein, in 3 Tagen komme ich wieder und hole das Kind. Wenn du aber dann meinen Namen weißt, so sollst du das Kind behalten. Am nächsten Tag kam der König von der Jagd heim und erzählte ihr, im Herrenkrug stand ein kleines Haus und vor dem Haus spann ein gar viel lächerliches Männchen auf einem Bein davor herum und schrie, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Als die Königin das hörte, war sie ganz froh. Und als das gefährliche Männlein kam und fragte, Frau Königin, wie heißt ich? Heißt du Konrad? Nein. Heißt du Heinrich? Was? Nein. Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Der Teufel gesagt! Schrie das Männchen, lief zornig fort und kam nimmer mehr wieder.